Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Heute Morgen war es soweit, heute kam das Model Y Event als Livestream. Ich habe es nicht live geguckt, ich habe es nachgeguckt. Ich mache euch unten einen Link rein, wo man es nochmal angucken kann, das gesamte Event, also von Tesla gefilmt. Es gibt natürlich unzählige YouTuber, die da waren, also gerade in Amerika, die Livestreams gemacht haben und so. Aber guckt euch das mal an. So, was kann man jetzt zu diesem Event sagen? Also insgesamt muss ich sagen, hat es mich schon sehr enttäuscht, weil einfach nichts Bahnbrechendes, nichts Neues oder sonst irgendwas rauskam. Also der Elon Musk hat halt gesagt, wie die Geschichte von Tesla war, wie sie angefangen haben mit dem ersten Roadster, dann das Model S, dann das Model X, dann und so weiter. Ihr kennt die ganze Geschichte, die ihr mir hier zuseht. Das mag gut sein für Leute, die jetzt sich mit Tesla noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, aber auch beim Event waren natürlich nur geladene Gäste, die schon einen Tesla haben und sich mit der Story im Prinzip auskennen. Ja, er hat nochmal darauf hingewiesen, dass ein Auto zu konstruieren relativ einfach ist im Vergleich dazu, das halt in Masse zu produzieren und halt die Produktion aufzuziehen und auch ja, am Laufen zu halten. Das kam so ein bisschen raus. Ja, und zum Schluss haben sie dann halt das Model Y, also Model Y, vorgefahren, rausgefahren. Und ja, rein optisch muss ich ehrlich sagen, kann man es ja wirklich kaum von einem Model 3 unterscheiden. Also es kommt mir so ein bisschen vor wie diese früher von Audi oder vielleicht gibt es auch immer noch diese A4 und A4, wie heißt es? Ihr wisst, diese ein bisschen höher gelegten SUV-mäßigen, die dann so einen Plastikkranz da am Radlauf haben. Gott, wie heißt denn das? Richtig, Allroad. Also der Audi A4 Allroad und der Audi A4. Gut, ich meine, beim Model Y und Model 3 ist die Karosserie natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde, man kann es wirklich kaum erkennen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Differenzierung gewünscht, einfach von den beiden Fahrzeugen. Zumal sie ja nicht hässlich sind, also das passt ja alles. Trotzdem, finde ich, kann man die durchaus, oder hätte man die durchaus ein bisschen unterschiedener machen können. Ich finde aber insgesamt von der Karosserieform, gerade wenn man es von der Seite und auch von hinten anschaut, kommt mir das Model Y oder Model Y ein bisschen schlüssiger vor. Also es passt irgendwie besser zu dieser Formensprache, finde ich, meine persönliche Meinung. Was mir aufgefallen ist, die haben jetzt diese Türgriffe so matt-schwarz gemacht. Also auch im Konfigurator sehen die so matt-schwarz aus. Muss man halt mal gucken, wie die dann kommen. Fände ich auf jeden Fall auch ein cooles, ja, eine coole Erneuerung, so, also nicht diesen Chromglanz oder diesen leicht matten, metallenen Glanz, sondern eben, ja, mattschwarz, sieht cool aus. Ich habe ihn mir mal konfiguriert, gerade mit schwarzer Außenfarbe und so sieht das dann wirklich insgesamt schon relativ lässig aus und auch mit Blau zum Beispiel gefällt mir das sehr gut, aber das muss ja jeder selber wissen. Ja, und viel mehr war es dann auch nicht, er hat dann eben noch die, ja, die Eigenschaften von dem Auto gesagt, hat halt 540 Kilometer WLTP-Reichweite in der Long-Range-Version mit Heckantrieb, Höchstgeschwindigkeit 209 Kilometer pro Stunde und von 0 auf 100 in 5,8 Sekunden. Ja, also gute Werte, aber jetzt auch nicht irgendwie was Atemberaubendes. Die Ladegeschwindigkeit wird genauso sein wie beim Model 3. Da gab es ja kürzlich die Neuerung mit dem V3 Supercharger, also das wird sicherlich fürs Model Y auch gelten. Die Preise sind ein bisschen höher, also ich habe jetzt gerade mal geguckt hier, das Dual Motor All Wheel Drive, also mit zwei Motoren und Allradantrieb in der Long Range Variante kostet in Deutschland 59.000 Euro und das Pendant, also im Model 3 Langstreckenbatterie mit Allradantrieb kostet 52.300 Euro. Vom Model Y gibt es dann noch die Heckantrieb-Variante, die hier mit drin steht, mit 55.000. Also wir bewegen uns da ein bisschen drüber. Im Laufe der Zeit wird da auch die Standardbatterie noch kommen, die dann eben eher in Richtung 40.000 Euro geht. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, also insgesamt muss ich sagen, für mich definitiv das, oder für meinen Anwendungsfall das bessere Auto im Gegensatz zum Model 3, weil sie haben auch noch eine dritte Sitzreihe, die man dazu bestellen kann. Also dann hat man quasi im Kofferraum, aber nach vorne gerichtet, also nicht so wie im Model S, dass die Sitze nach hinten gucken, sondern alle in Fahrtrichtung und auch eben zugelassen für Erwachsene, noch zwei Sitze im Kofferraum.
und dann also insgesamt 7. Das finde ich sehr interessant. Ihr wisst, ich habe 4 Kinder, wir sind 6 Personen, da muss man natürlich auch irgendwie die unterbringen. Und mit 6 Personen in einem 7-Sitzer, das funktioniert. Deshalb für mich hochinteressant. In Deutschland soll, glaube ich, die Long-Range-Variante so ab 2021 ausgeliefert werden. Und die Standardbatterie soll 2022 kommen. Also das sind jetzt noch 3 Jahre. Das passt für mich auch relativ gut, weil den Leaf will ich noch ein bisschen behalten. Und dann in 3 Jahren kann man ja mal wechseln. Und dann haben wir 2 Teslas. Mal gucken. Vielleicht gehen wir auch den Model S her für den. Ich glaube nicht. Mal gucken. Also, das wird sich zeigen. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Also, und was halt gefehlt hat auf diesem Event, ist so dieser One More Thing Moment. Also, das wurde in den Medien so benannt, dass der Elon dann irgendwie so wie bei dem Semi-Truck-Event halt sagt, ach so, ja, warte ich, einen habe ich noch. Hat Otto damals auch immer so gemacht, war sehr lustig. Ja, das hat diesmal gefehlt, also da kam nichts Überraschendes noch hinterher. Viele haben ja damit gerechnet, dass das, und ich auch, dass Model S und X noch irgendwie ein Update kriegen, sei es für die Batterie oder für sonst irgendwas, oder dass irgendwas anderes noch vorgestellt wird. Ja, war aber nicht. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich nicht hingeflogen bin für das Event, weil das, ja, ich meine, klar, es ist immer cool, wenn man den Elon mal so hautnah sieht und ich höre ihm auch gerne zu. Also ich habe es mir auch gerne angeschaut. Aber ja, so richtig die Euphorie, die jetzt zum Beispiel bei diesem Semi-Event war, die hat man da jetzt nicht gespürt. Eine coole Sache, der Ofe war ja auch sowieso in den USA und der ist ja mit seinem Freund Rolf auch zu diesem Event gefahren. Erstmal schöne Grüße, Ofe. Und das Coolste an der Sache war, er hat das T-Shirt von mir, also dieses Viva la Revolution, angezogen und ich glaube, der Elon hat es bestimmt gesehen und ja, das ist natürlich cool, dass eins meiner T-Shirts jetzt schon den Weg bis zum Elon Musk gefunden hat, da freue ich mich sehr, fand ich echt cool. Ofe, auch danke für die Erwähnung, das freut mich immer sehr. Wenn ihr auch so ein T-Shirt haben wollt, geht mal auf stromgarage.de, da könnt ihr euch eins bestellen und ja, dann will ich jetzt auch schon abschließen mit dieser Sache. Also wie gesagt, nichts großartig Neues, nichts Umwerfendes. Es ist halt das Model Y vorgestellt worden. Sicher ein gutes Auto. Dritte Sitzreihe finde ich cool. Anhängerkupplung hat keiner drüber gesprochen. Das hatte ich ja auch so ein bisschen erhofft, dass da noch was kommt. Bin ich mal gespannt, ob die das noch nachziehen. Dann aber wahrscheinlich auch fürs Model 3. Mal gucken. Ja, die Verbräuche sind natürlich ein bisschen höher, die Beschleunigung ist ein bisschen langsamer, das Auto ist einfach größer und schwerer und dadurch auch ein bisschen teurer. So, das war's jetzt schon. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir einen Daumen da und ein Abo bitte. Und ansonsten fahrt elektrisch.